Willkommen in unserer Küche. Heute wird geräuchert. Was wir räuchern und wie wir es räuchern, was wir alles reintun und was wir alles brauchen, das erkläre ich euch wieder Schritt für Schritt. Ihr habt unten wieder eine Timeline eingeblendet. Da könnt ihr die einzelnen Stufen ansehen. Jetzt kommt ein kurzes Intro. Nutzt die Chance zum Abonnieren. Da steht's. Und lasst einen Daumen nach oben da fürs Video. Wir räuchern eine feine Schweinelende. Und zwar haben wir die hier. Das ist so, ja, 400, 500 Gramm, würde ich sagen, hat die ein halbes Kilo. Wir bereiten uns das Ganze vor. Also, was brauchen wir zum Räuchern? Wir brauchen Pökelsalz. Da haben wir hier welches. Das sind so ungefähr 20 Gramm. Man sagt pro Kilo 30 bis 40 Gramm. Wir mögen es ein bisschen salziger, deswegen gehen wir an die 40 Gramm ran pro Kilo. Halbes Kilo, 20 Gramm. Ganz einfache Berechnung. Ansonsten benutzt einen Taschenrechner. Dann haben wir so einen Teelöffel Rotzucker, einen Teelöffel Fenchel, ein Lorbeerblättchen, Grünpfeffer, ungefähr auch so 2 Gramm. Also ich würde sagen, das ist alles so ein Teelöffel, und 4 Wacholderbeeren haben wir. Knoblauchgranulat, davon nehmen wir ungefähr ein Viertel Teelöffel. Paprika Edelsüß, auch davon ungefähr ein Viertel Teelöffel. Ein Vakuumiergerät und Vakuumierfolie. Denn der erste Schritt beim Räuchern ist es, dass man nicht räuchert, sondern dass man das Ganze relativ lange im Kühlschrank packt. Ich würde sagen, wir haben hier so, naja, 2 Finger breit, es werden so 3 cm sein. Und deswegen werden wir es 4 Tage in den Kühlschrank packen. Also man packt auch immer so einen Tag Reserveofen drauf, deswegen würden wir jetzt sagen 3er. Plus 1 sind wir bei 4 Tage. Lassen wir das jetzt pökeln. Danach, die nächste Stufe ist das Durchbrennen lassen. Das geht ungefähr 3 Tage dann. Und dann wird geräuchert. Und wenn es geräuchert ist, ist es immer noch nicht fertig, sondern dann lässt man es nochmal ruhen oder in einem kühlen Raum aushängen, damit es noch ein bisschen trockener wird und fester wird. Mögt ihr ein sehr festes Fleisch, dann lasst es lange hängen. Mögt ihr es sehr weich, so wie wir, dann kann man es auch sofort nach dem Räuchern essen. Woher ihr jetzt diese ganzen Gerätschaften bekommt, das Ganze seht ihr unten in der Infobox. Da habe ich euch ein paar Links reingepackt. Wir schneiden uns diese Silberhaut, diesen Fettrand, den schneiden wir uns hier ein bisschen runter. Ihr seht hier, das muss weg, da kommt nichts durch. Und da kann man mit so einem Messer relativ gut unter die Haut gehen. Es geht uns unter die Haut, das Ganze. So, und dann schneiden wir uns diese Silberhaut einfach hier runter. Hier sehen wir, hier löst sie sich schon ganz gut. Da muss man jetzt nicht pinglicher sein als der Pingel. Nee, im Moment päpstlicher als der Papst heißt das. Das Fleisch ist jetzt sauber und jetzt mischen wir unsere Gewürze ganz einfach zusammen. Unser Fleisch kommt jetzt hier in den Beutel rein. Wir nehmen dazu einfach mal die dicke Seite nach unten. Jetzt kommt unsere Würzmischung einfach hiermit in den Sack rein. Wir halten das oben zu und dann schütteln wir das Ganze, bis überall im Fleisch unsere Würzmischung dran ist. Und das ist schon der ganze Zauber. Mit der Methode geht ihr sicher, dass ihr nichts von dem ganzen Würzmaterial auf irgendwelchen Unterlagen verliert, sondern dass das wirklich alles am Fleisch ist. Und nun wird vakuumiert. Wichtig ist, das Fleisch muss trocken sein. Wenn das nass ist, zieht es die Feuchtigkeit über die Naht und dann wird es manchmal schwer mit verschließen. Es ist fertig einvakuumiert, wunderschön. Es hat ein bisschen Feuchtigkeit gezogen. Wie gesagt, das ist dann richtig kompliziert. Wir haben jetzt hier oben ganz viele Schweißnähte gemacht. Irgendeine wird schon dicht sein. Jetzt bildet sich, während der 4 Tage, die wir das jetzt machen, bildet sich hier drin Feuchtigkeit. Das heißt, das Salz entzieht dem Fleisch Feuchtigkeit und das nennt sich dann Pökellake oder Eigenlake. Das muss es sein, jeden Tag wenden, sodass es wirklich von allen Seiten ordentlich gepökelt wird. Das kommt jetzt ab in den Kühlschrank und wir sehen uns in 4 Tagen wieder. 4,5 Tage sind vergangen. Ich bin gespannt, wie das Filet geworden ist. Also es sieht schon mal sehr gut aus. Das Vakuum hat gut gehalten. Es hat sich eine leichte Feuchtigkeit drin gebildet. Das ist die Eigenlake. Ein herrlicher Duft nach den Gewürzen. Wir waschen es mal ordentlich ab. Das Abwaschen hat 2 Gründe. Zum einen, das Salz wird außen entfernt. Es würde sonst das Fleisch außen noch weiter austrocknen. Und das wollen wir nicht. Der Salzgeschmack reicht uns jetzt so aus, wie er ist. Das andere ist ein praktischer Grund. Diese ganzen Kräuterkörner ist abgewaschen. Und damit habt ihr das beim Essen dann nie im Mund. Das wäre sehr unangenehm, wenn man da auf so ein Stück Lorbeer beißt. Das wird jetzt bei 4 bis 6 Grad im Kühlschrank durchgebrannt, nennt sich das. Das heißt, das Salz soll sich jetzt im Fleisch verteilen. Gleichmäßig. Und das soll noch mal so 3 Tage dauern. Wenn das 4 Tage dauert, ist auch vollkommen okay. Und wir sehen uns wieder, wenn geräuchert wird.
Kalt ist es und wir sind jetzt an der Räucherstation. Wir benutzen dafür unseren ganz einfachen Grill. Der hat so mehrere Stationen, den kann ich euch irgendwann mal zeigen. Ist nichts besonders Teures, kann man sich im Baumarkt kaufen. Und wir haben eine Heizung drin, dass der immer auf 20 Grad hier drin ist. Und wir benutzen so eine Räucherschnecke. Das ist eine Kaltrauchschnecke und die brennt so ganz langsam ab. 8 Stunden, 10 Stunden räuchert die. Und ihr seht hier mein selbstgebautes Gestell. Hier haben wir den guten Schinken. Den hängen wir einfach hier so rein. Und das ist schon der ganze Zauber. Das war's. Und darin räuchert er jetzt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es fertig ist. Bis gleich. Der Geruch ist schön. So ein schöner, sanfter, nicht so aufdringlicher Räuchergeruch. Es ist außenrum schön soft, wie ich es mag. Es ist nicht zu sehr ausgetrocknet. Das kann ich nicht leiden, wenn es zu fest draußen ist. Ihr seht ja, das kann man auseinanderziehen. So zart ist das Ganze. Und ich kann euch sagen, das ist ein Traum. Der Räuchergeruch, also das ist einfach lecker, ja, macht's nach. Das war's. Mehr kann ich euch gar nicht erzählen dazu. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Kalträucher-Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo und einen freundlichen Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.